Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Ich hatte jetzt ein, zwei Tage Pause, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube zwei Tage Pause. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir es nochmal hinkriegen. Aber ich denke, diesen Boss kriegen wir diese Folge auch noch tot. Kann ja nicht so schwer sein, oder? So, jetzt muss ich mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Wir sind es ja gewohnt, dass es an dieser Stelle ein bisschen ruckelt. Ich habe keine Ahnung warum, aber naja. Hoffe ich mal, dass ich meine Seelen wiederkriege, die ich beim letzten Mal verloren habe, als sie runtergefallen sind. Muss mal schauen, wie ich gerade blocke. Ah, so blocke ich. Und die werfen wieder fleißig ihre Bomben. Ach, da war noch einer um die Ecke, genau. Na, ob ich warte oder einfach raufrenne? Ach, ich renne einfach rauf. Ja, das haben sie sich auch gedacht. Ach, ich dachte, so weicht man aus. Ah, so ist man auch ausgewichen. Auf mich drauf springt oder wohl nicht. Oh, leider habe ich einen Trank verschwendet, aber das lässt sich jetzt auch nicht ändern. Kommen die zu mir? Das war was ganz Neues. Ankommen kann ich eh nicht kontern. Oh, da droppt vielleicht noch eine Bombe für mich. Jupp, sogar zwei. Wie viele habe ich jetzt überhaupt noch welche von letztem Mal? Nein. Ich dachte schon, er lebt noch. Bewegt er sich so komisch hinter mich? Oh, der hat ja auch was gedroppt. Oh. Drei Brandbomben. Tütütütütütüt. Keine Bolzen mehr, doch. Langsam wird es aber knapp mit denen. Wir machen das mal einfach so. Der ist ja eh schneller als der andere. Oh, das war ja... Wieso habe ich denn das jetzt gemacht? Okay, dann haben wir eben nur drei Heiltränke für den Boss. Oh, da kommt ja noch einer. Tja. Nein, das war zu früh. Mit dem... Bei dem brauche ich eigentlich gar nicht kontern. Oh, da willst du was trinken. Ah. So, weitergeht habe ich glaube ich nur noch... Zwei Tränke für den Boss. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch ein Gegner kam. Aber es sieht nicht so aus, nein. Wobei da oben noch zwei waren, bevor der kommt. Außer er steht jetzt schon da. Nee. Kann ich nicht einfach durchrennen? Oh Mann. Aber ich denke mal, es hat keinen Sinn, den da unten zu bekämpfen. Ich muss schon da hoch. Der ist weg. Da kann er hier wieder hochkommen, oder? Ah, meine Seelen. Meine Seelen. Ist ja unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die wieder kriege. Ich bin auch runtergefallen. Aha. Schießt er mir auch ab, wenn ich hier klettere? Natürlich. Spring, spring. Nein, ich sterbe sonst. Er kann nicht runterspringen. Ja. Eigentlich wollte ich nur den Fallschaden verhindern, aber das ist natürlich auch schön. Eieiei. Zack, zack.
Zack. Den komme ich ja relativ gut klar. Nicht. Oh. Das war jetzt aber sehr merkwürdig. Ich wollte einfach nicht das Ziel ändern. Nee, ich gehe jetzt nicht zum Leuchtfeuer, weil ich gar nicht weiß, ob ich da meine Seelen wieder einsammeln kann. Gerade überlegt, ob ich zum Leuchtfeuer einfach zurückgehe. Ha! Im Sprung. Aber ich habe echt Angst, dass ich meine Seelen, das waren jetzt glaube ich fast 4000 Seelen, dann nicht wiederbekomme. Von 4000 Seelen kann ich mir schon einiges kaufen. Ich muss nur aufpassen, dass sie immer schön da bleiben, wo der Boss noch nicht auftaucht, weil dann kriege ich sie immer relativ gut zurück. Ich lasse die mal oben mal. Ah ne, die können ja Bomben droppen. Dafür brauche ich sie natürlich. Jetzt seht ihr mich nicht mehr, oder? Also wenn ich vor euch bin, dann seht ihr mich, aber wenn ich dahinter bin, dann nicht mehr. Ja, das ist auch schon wieder weg. Natürlich keine Bombe. Wäre auch zu schön. Jetzt muss ich noch den Typen hier im Turm. Ja, der hat mich auch noch nie getroffen, glaube ich. Aber wir wollen es ja nicht herausfordern. Hm, jetzt kommt der zuerst. Okay. Dann warten wir eben auf ihn. Der hat ja auch Zeit, anscheinend. Das gibt's doch nicht. Ach, ich hab das. Oh. Ich will kontern und hab das Schwert zweihändig. Ist auch schlau. Das war jetzt auch schlau, einfach beide zu rufen, nicht wahr? Oh ja, das war sogar gar nicht mal so doof. So, gegen den spiele ich mal auf Sicherheit. Der springt hier aber auch. Aha. Kann ich gleich meine Seelen wieder einsammeln und egal wie oft wir sterben, wenn wir ihn dann irgendwann besiegen, haben wir genug Seelen. Ja, jetzt hier liegen. Nein, ich glaub's nicht. Ich glaub das nicht. Jetzt sind die Seelen weg. Och, verdammtes. Ja. Aber was soll denn das? Wo sind die denn? Sie liegen hier. Ich hab schon Angst gehabt. Ich habe sogar noch alle Tränke. Einen werde ich zwar gleich reinschmeißen, aber es ist ja nicht so schlimm. So, kontern konnte ich da eh nicht. Am Anfang baue ich eher meine Brandbomben. Auf B war, glaube ich, sprinten, ne? Ja. Epische Kampfmusik. Auch mit genug Brandbomben ist ja, glaube ich, gar nicht mal so ein Problem. Oh, dieser Trick ist so frech. Das ist der einzige, den ich wirklich an ihn hasse. Den macht er natürlich gleich zweimal. Oh, ho, 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 ho. Ei. Ich weiß immer nicht, wie ich ausweichen soll. Trink schneller, du Bastard! Oh! Ja, ja.
Ah, da muss ich nach hinten, glaube ich. Nicht wieder runterfallen, Kollege. Nein. Ja, da konnte ich nicht mehr viel machen. Ich glaube, ich gehe auf Seelensammeltour und kaufe mir mal so 10 Brandgranaten. Ich darf aber auch nicht zu lange brauchen. Erstmal nehme ich mir mal die hier. Dann nochmal 200. Bolzen brauche ich auch neue. Daher ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, komm, Kollege. Nur einer bitte zur Zeit. Vielen Dank. Den nächsten kann ich dann aber auch nicht mehr ausweichen. Ich gehe mal auf Sicherheit. Leuchtfeuer gehe ich auf jeden Fall nicht, weil ich echt, ich weiß nicht, ob ich meine Seelen verliere, wenn ich einmal tot war und dann zum Leuchtfeuer gehe. Das wäre echt ziemlich schlecht. Oh. Ja, du mit deiner... Oh, fuck! Fuck! Das... Was... Julia. Was zum Teufel? Verdammte Scheiße. Das war schlecht. Ich wollte nur seine Kiste kaputt machen. Habe ich Brandbomben bekommen? Scheiße. Scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, oh, oh nein. Oh, 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 oh nein. So, ich würde sagen, das war super. Das ist richtig gut gelaufen. Scheiße. Ah ja. Was soll's. Jetzt kann ich mir keine Brandbomben mehr kaufen. Oh Mann. So, egal. Auf geht's. Jetzt kommt der erstmal mit dem Schild und Schwert. Ich glaube, der kommt nämlich jetzt schon, ja. Ich will mich jetzt nicht noch mehr verlieren. Weil, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht zum Leuchtfeuer. Eine kleine Scherbe, das kann man so. Nur müsste ich dann einen Schmied suchen anscheinend, so wie ich das letztes Mal gesehen hatte. Weil ich nicht weiß, wie man seine Waffen einfach so verbessern könnte. Oder war das die Tür? Das war die Tür. Ah, den machen wir auch noch. Der ist ja relativ safe. Warum sage ich sowas immer? Warum sage ich immer, das ist safe oder kein Problem? Und jedes Mal, jedes verdammte Mal trifft er mich dann. So, die beiden sind ganz, die drei sind ganz, ganz schwer. Da habe ich immer ganz viele Probleme. Oh, wunderbar. So muss man es also machen. Man sagt einfach, dass die Gegner schwer sind und man sie eigentlich nicht schafft und dann schafft man sie. So, die drei sind aber auch super hart, also die habe ich noch nie geschafft. Ach, scheint die richtige Taktik zu sein. Ich würde gerne so ein paar Level-Ups machen, aber... Ich mir frage, wenn ich jetzt tot bin, ob der wieder
da ist, der Händler. Oder ob er dann tot ist. Weil der schwarze Ritter ist ja auch weg. Und es kann ja sein, dass der so quasi dazugehört zu Gattung der NPCs, die einfach verschwinden, wenn man sie tötet. Ja, komm, meinen letzten Bolzen kann ich auch noch raushauen. Die machen immer das Gleiche. Also wenn man kurz auf sie wartet, dann ist das... So, jetzt muss man kurz... Warten. Zack. Der andere kommt auch schon. Ich höre ihn noch schon. Ja. Zum Glück trampeln die immer so. Wäre um einiges schwieriger, wenn die nicht so trampeln würden. Ich habe jetzt auch so einen Schlüssel bekommen, aber ich glaube, das war das, was ich vorhin mit dem Generalschlüssel aufgemacht habe. Von daher ist der Effekt für mich eher hinfällig. So, und wisst ihr was? Weiter geht es in der nächsten Folge. Ja, ein Cliffhanger muss auch mal sein. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao! Hallo und willkommen auf meiner Endcard. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonnieren würdet, wenn es euch gefallen hat. Hier seht ihr nochmal meine anderen Let's Plays und damit verabschiede ich mich. Ciao!